sagen, ich nehme, glaube ich, jetzt durchgehend auf. Das heißt also, ihr könnt jetzt nichts mehr in die Kommentare schreiben, sollte irgendwas zwischenkommen. Mache ich wieder eine Pause. Gebricht, aber das wird jetzt nicht mehr so allzu oft passieren. Naja, die meisten kleinen Missionen gemacht habe. Ich kann auch halt diese Morde, ungeklärten Morde noch machen. Aber das ist ja alles einfach, sag ich mal. Aber die Ladezeiten sind extrem. Mal gucken, was uns erwartet. Wenn es jetzt noch bis Sektion 9 geht. Ich habe ja angefangen bei 4,5. Ja, weil das davor nicht so das Wahre war. Das war halt so ein paar Schleichmissionen für zwischendurch. Das hat sich jetzt nicht gelohnt. Also eine Vorgeschichte gab es jetzt nicht so anscheinend. Das meiste habe ich ja gesagt, wer und wie was zusammenhängen. Und auch anfangs nicht. Und gut, normale Attentate, aber halt eine gute Sache, wie diese Aufkleber sind. Man konnte ja vieles machen, hat man ja gesehen. Ich hätte jetzt ohne die Männchen, beziehungsweise unsere Helfer, jetzt eigentlich nicht schnell umkommen können, da die die abgelenkt haben. Und ich hätte einfach erledigt, das ging am schnellsten. Ah, okay. Hallo? Da sind wir anscheinend auf einen Glitch gestoßen. Moment. Du kriegst keinen Tropfen mehr, bis du den Deckel bezahlt hast. Dükan. Ihr gehört zu mir. Ich dachte, ihr wurdet guillotiniert. Wie könnt ihr so etwas über euren Retter sagen? Habt ihr meine Nachricht erhalten? Wenn ich das mache, will ich fort aus Frankreich. In 4 Tagen könnte ich euch eine Passage von Marseille nach Ägypten arrangieren. Habt ihr eine Ahnung, wo sich das Manuskript befinden könnte? Condorcet wusste, dass er gejagt wurde. Er verschwand für 2 Tage vor seiner Festnahme und ließ das hier zurück. Sein Manuskript muss im Grab Ludwigs des 9. sein. Die königliche Gruft? Oh, da muss ich euch warnen, Monsieur. Die Geister der Könige wandeln in den Höhlen. Wenn sie ihr armes Opfer gestellt haben, setzen sie ihm eine fürchterliche Krone aus Messern auf, die seine Augen zerstechen, sodass diese auslaufen wie zerplatzte Tau. Immer noch besser als zum nächsten König Frankreichs gekrönt zu werden. Apropos Trauben, an die Arbeit. Ja, Monsieur. Findet das Grab mit diesem Wappen und bergt das verlorene Manuskript. Wir treffen uns in 3 Tagen. Auf euer Wohl, Arnaud. Steht nicht mit dieser Erinnerung. Sie hat uns von den Helix-Daten getrennt. Das ist anscheinend das DLC Dead Kings in Assassin's Creed Unity. Wie sie schon sagten, Glitch. Ich will hoffen, nicht in Kampf geraten, okay? Auf jeden Fall interessant. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Drei neue Gebiete, okay. Aber wo wir sind, weiß ich nicht. Scheint immer noch Frankreich zu sein, auf jeden Fall. Unser alter Bekannter, der den König, der Bettler sozusagen jetzt ist, und wir hier mal weitergehen. Wir müssen dahin gehen, okay. Was ist das für ein Zeichen da vorne? Da würde ich. Jetzt geht's wieder. Dann sehen wir mal, wo uns dieser Umweg hinführt. Vielleicht in eine andere DNA-Sequenz. Hoffen wir mal. Vielleicht werden wir es wissen. Was haben wir denn hier? Okay, irgendwas über uns. Okay. Napoleon, Zweispitze. War schon der Zwiespitze. Naja. Einkaufen muss ich. Nein, vorsichtig. Oh, nicht wieder festhängen. Das hatte ich heute Mittag. Da hing ich in dem Spiel fest. Komischerweise.
Den machen wir mal voll. Bauchbomben sind immer gut. 7 Stück haben wir noch. Hier Schwamm habe ich voll. Munition habe ich voll. Medizin voll machen, definitiv. Machen wir die Phantompfeile auch voll. Dietrich immer noch mal. Ah, Dietrich haben wir noch. Die fülle ich definitiv auf. Die Phantomklingen. Nützlich für zwischendurch. Und Berserkerklinge. Auf jeden Fall. Astralen. Okay. Da vorne ist ein rotes. Rotes Gebiet. Da ist halt eine Truhe. Könnte das wieder die? Das königliche Grab muss unter der Basilika sein. Okay, ich will erstmal hoch. Ich will erstmal einen Ausblick haben. Kriegen wir, glaube ich, auch so ein Ding, wenn ich da runterspringe. Der Ausblick ist auf jeden Fall notwendig, damit ich sämtliche Gassen und sowas im Überblick habe. Komm. Das Spiel kann es ja nicht sein. Jetzt gehen wir noch weiter höher. Ja, schafft er. Super. Und top. Wo haben wir? Ganz oben drauf. Geht ja dann wohl, ne? Auf jeden Fall geil. DLC mitten reingeschmissen statt irgendwo am Ende. Gefällt mir definitiv. Moment. Kenne ich nicht. Manchmal kennt man die Orte. Relativ. War ein bisschen laut, ich guck mal gerade. Aber eine Option habe ich da nichts umgestellt. Audio-Option. 1, Effekte 2, Sprachleiter ist eigentlich relativ leise. Ne, die Soundeffekte müssen schon 2 sein. So. War der Heuhaufen da? Oh, Gott sei Dank. Dankeschön. Was haben wir noch hier? Kiste. Da haben wir das. Selektivschwierigkeit, Sehenswürdigkeiten, Mission. Alles. Was ist denn hier? Hallo? Oh, ich kenne dich aber nicht, meine Herren. Haben wir irgendwas noch, wo wir was abgrappeln können? Basilika? Wir kümmern uns erstmal um das Ziel, würde ich sagen. Das ist vielleicht die. Wie geht's dir, Freund? Gut. Kann ich. Moment. Ist nicht mehr da. Ach, komm Jungs. Steckt eure Waffen ein. Was haben wir denn hier? Welche Freude, mein Freund. Verwundeten die Arbeit erlegen lassen, okay. Frage ist, was machen die? Wer schießt denn da? Was soll denn der? Scheiße, woher? Schau mal immer, dass ihr nicht hier
alles reingeraten. Einer kommt jetzt entgegen, okay. Kommst du hier hin? War da noch einer? Da ist er. Den behalte ich besser im Auge. Wenn ich mir unten Platz schaffen kann, ist das erst rein. Da hinten sind zu viele. Ich versuche mal hochzukommen. Eins, zwei, drei. Auf jeden Fall in Sicht noch mehr. Guck mal, wir gehen einfach mal weiter. Gehen wir nochmal gucken. Was zum Geier? Kommen wir irgendwo. Da hinten ist einer. Ich kann da gehen, aber den Ausstieg nach oben nehmen und mal schauen. Ich weiß, Sperrgebiet. Ich soll mal ganz hoch kommen nochmal. Zwei. Eins, zwei. Zack. Na, euch beiden habe ich schon mal down. Ach, ist hier noch einer? Ja. Dann kommen wir schnell ran. Haben wir den auch erledigt. Da ist... Da müssen wir hin. Den sehe ich aber auch ein. Gottverlassener Ort. Warte mal. Glück haben, zack. Ich muss jetzt ein bisschen stark konzentrieren. Zack. Nächsten. Versuche mich jetzt mal durch die ganzen Schichten durchzukämpfen. So halte ich einerseits einen Überblick, wo ich hin muss und wo ich hin kann, weil da unten haben wir viel zu viele. Wobei, es würde mir reichen, bin ich sicher, aber wenn der sich um den kümmert, ohne Probleme. Wir uns weiter unterhalten mit den anderen innen drinne. Okay, sie kämpfen schon mal. Die halten auf jeden Fall viel aus. Da habe ich auch wieder den richtigen getroffen. Der läuft hier ein bisschen rum. Ist ein bisschen blöd, wie er gerade läuft da. Ah, okay, er stirbt. Oder?
kriegt jetzt was aufs Brett. Ich glaube nicht, dass er... Er läuft ja nur viel zu viel rum. Gut. Ist ja auch nicht schlimm. Wo ist denn das Teil? Da nicht mitten drinne. Oder unten. Die Frage, kommt hier einer vorbei? Nein, ist einer tot. Kommst du vorbei? Ah ja, komm vorbei, okay. Ah, das war ein bisschen blöd. Haben wir auch. Jetzt sind wir natürlich ganz, ganz unten. Jetzt nicht für uns ganz brisant ist. Okay, die sehen uns nicht. Muss man mich rücken. Ja, komm her. Geh wieder weg. Kontern. Ja gut, er konnte uns sehen halt über die übers Eck. Eigentlich nur da wieder hingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit er geht. Wo ist denn die rote... Ach, die ist unten. Oh, bring ihn noch um, ey. Oh, gar nicht geil. Der guckt dahin, der guckt dahin. Aber der guckt hier hinten rüber. Also ich komme gar nicht ohne einen Kampf oder entdeckt zu werden dahin, so schnell. Weil ich habe ja auch nichts um die Ecke, doch da vorne hätte ich was. Ich könnte es nochmal riskieren und nochmal einen Berserkerfall raushauen. Super. Dann haben wir den auch schon mal. Kommst du hier hin? Ne. So. Kümmer dich bitte mal um die. Okay, er hat Schaden auf jeden Fall von vorher noch gelitten. Okay, einer tot. Warum greift er den nicht an? Was für eine komische KI, finde ich. Genau. Auch tot. Okay, ist das Zeug jetzt abgelaufen oder reagiert er immer noch? Hm. Wo ist er denn? Auch erledigt.